Wir packen die Pfeife einmal kurz und schmerzlos aus. Mose Breeze Pro erwartet uns außen auf der Verpackung. Einmal mit so einer kleinen Umrisszeichnung von der Pfeife. Außen nur Corporate Design. Obendrauf steht noch einmal Mose Shisha und die Internetseite. Unten haben wir gar nichts. Und da sehen wir nochmal, welche Variante wir haben. Die eine aufgebaute ist schon aus der Candyline. Und jetzt bauen wir noch eine aus der Standard, normalen, schon bekannten Wavyline auf. Da habe ich mir Mint ausgesucht, weil das schon bei der Breeze 2 meine absolute Lieblingsfarbe war. Und deshalb wollte ich das eben auch bei der Breeze Pro haben. So, was im Karton ist, wie wir das aufbauen, gucken wir uns an. Da gibt es nämlich ein paar Sachen zu beachten. Als erstes kommt hier einmal dieser Karton. May we introduce you to our Pro? Yes, you may. Und falls ihr euch da was durchlesen wollt, einfach kurz Pause drücken, dann könnt ihr es einmal lesen. Als erstes haben wir oben den Teller, beziehungsweise die Teller. Alles wieder schön einzeln eingepackt, alles schön wieder gelasert hier. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wieder ein etwas neueres Muster und außen steht auch Breeze Pro. Dann haben wir den unteren Teller von den zwei, auch mit einer Laserung und wieder Mose Breeze Pro. Ich fand es übrigens absolut erstaunlich, wie unglaublich klein diese Packung ist. Ich dachte erst, ist dann vielleicht die Bowl einzeln geliefert oder ist die wirklich mit da drin? Aber sie ist mit drin. Und dann haben wir hier als erstes drei Teile, die wir rausnehmen können. Einmal die neue Base von der Breeze Pro. Wir sehen schon, hier ist auf jeden Fall ein gutes Stück dazugekommen. Hier verbirgt sich ein Knopf, den wir drücken können. Und wenn wir oben reingucken, beziehungsweise unten reingucken, dann sehen wir auch, wenn wir diesen Knopf drücken, geschehen Dinge in der Base. Was das ist, was das kann, gucken wir uns auf jeden Fall noch genauer an. Wir sehen hier auch diesmal 4 Aussparungen für den Blow-Off und da müssen auch noch Kugeln rein. Aber das gleich im Aufbau. Dann haben wir hier einmal ein Sleeve für das Mundstück in Mint. Und hier haben wir auch direkt den unteren Part vom Mundstück. Da könnte man jetzt auch schon direkt das Sleeve drüber packen. Dann gehen wir wieder eine Etage tiefer und haben einmal das Sleeve für die Rauchsäule. Die haben sich aber auch verändert. Das heißt auch, dass Sleeves der vorherigen Generation nicht auf der Breeze Pro funktionieren. Ist natürlich ein kleiner Nachteil, aber hoffentlich hat die Pfeife dafür auch einige Vorteile. Wir sehen einmal auf der Oberseite haben wir hier so ein Plus-ähnliches, Kreuz-ähnliches Muster. Sieht fast ein bisschen aus wie das Logo von Hookah Place. Und auf der Unterseite sehen wir auch, dass das hier zu ist, aber nochmal mit 4 Aussparungen versehen wurde. Und an der Seite haben wir noch einen umdrehbaren, umbaubaren Diffusor. Hier oben ist dann noch das letzte Teil vom Mundstück. Das heißt, wenn ihr euch nicht die Mouthpiece Extension geholt habt, dann würdet ihr jetzt hier das so zusammenschrauben und dann wäre euer Mundstück fertig. Habt ihr die Extension, kommt die auch noch hier dazwischen. So würde das dann aussehen, wenn ihr euch auch noch die Mouthpiece Extension holt. Da ist dann einmal dieses Teil drin und anstatt eure zwei Mundstücke, die direkt dabei sind, beziehungsweise die zwei Teile zusammenzuschrauben, würde man hier eben noch einmal so das Ganze verlängern. Also die Extension kommt in die Mitte. Dann schraubt man hier wieder das untere Teil vom mitgelieferten Mundstück dran und dann habt ihr ein längeres Mundstück ready. Und dann können wir wieder eine Etage weiter runtergehen und jetzt wird es langsam spannend. Jetzt sehen wir nämlich viele Teile, die wir vorher noch nicht hatten, die jetzt hier aber auf einmal auftauchen. Zum Beispiel haben wir diesen Ring und eine Feder und noch ein Ring. Also als ich die erste Pfeife zum ersten Mal ausgepackt habe, war ich auf jeden Fall, ich habe mich gefreut aufs Zusammenbauen. Sagen wir es so. Dann haben wir hier noch einmal unsere Kugeln. Da sind aber noch ein paar andere Kugeln drin. Wir haben 4 kleine durchsichtige Pommkugeln. Das sind die für die Base. Davon haben wir 5. Da habe ich schon gesagt, wenn Kugeln dabei sind, Mose, dann wäre es doch cool, wenn es 10 sind, weil 6 bringen mir nichts. Wenn jemand eine Kugel verliert, dann wahrscheinlich alle auf einmal irgendwie im Abguss oder so. Deswegen, da hätte ich mir gewünscht, dass 10 Kugeln dabei sind. Das ist aber eine absolute Kleinigkeit. Plus wir haben auch noch eine weiße Pomme und eine Metallkugel mit dabei. Die sind vielleicht für den mysteriösen Knopf und wir haben auch noch ein paar Ersatzkugeln. Dichtung. Speaking of Dichtungsringe, die haben wir zum Glück nicht mehr am Schlauchanschluss. Das ist jetzt komplett Schliff geworden, genauso wie es sein soll. Dann haben wir hier einmal unsere innenliegende Rauchsäule, eine zweite Dichtung in so einem schönen Grau gehalten und als letztes auf der Ebene noch einen Kopfadapter, der, by the way, hier noch so einen angeschraubten Ring hat. Und da habe ich am Anfang einen Fehler gemacht und zwar dachte ich, dass dieser Ring nach unten abgeschraubt wird, ist aber nicht so. Das heißt, wenn ihr euch eine Breeze Pro holt, dann achtet darauf, dass wenn ihr von oben auf dieses Teil guckt, ihr den Ring links rumdreht. Ich habe auf jeden Fall erst falsch rum dran gedreht und habe den noch fester dran gedreht, dann habe ich ihn kaum abbekommen. Aber wenn man ihn direkt richtig rumdreht, dann seht ihr hier, ist das auf jeden Fall easy. Ja, das ist wichtig, der muss nämlich gleich noch ab. Und darunter haben wir nichts mehr, außer die Bowl. Die Bowl hat sich auch ein kleines bisschen verändert im Vergleich zum Vorgänger. Die ist hier deutlich bauchiger geworden. Sieht auch cool aus. Hat die Breeze DNA, würde ich sagen. Also ist schon sehr nah dran, wie es früher war. Aber doch ein bisschen anders und damit besonders. Bläschen und Co. habe ich jetzt keine drin. Also meine sah auf jeden Fall sehr nice aus. Ich habe 2 Stück. Die waren beide absolut in Ordnung. Gerade für Standard Bowls kann man sich da nicht beschweren. Und das war's. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Aufbau. So, wie bei fast allen Pfeifen, wo die Kugel nicht vormontiert ist, sollte unser erster Schritt sein, die Kugel in einem
einmal in die Base zu befördern. Das heißt, wir holen uns 4 von den durchsichtigen Pommkugeln raus und packen die, ohne Kugeln zu verlieren, und packen die in die 4 Bohrungen oben in der Base. Eine noch unten rechts. Die anderen heben wir schön brav auf. Diese Tüte solltet ihr auch auf keinen Fall verlieren. Nachdem wir die Kugeln in der Base haben, können wir uns einmal diesen Ring hier nehmen. Bei dem Ring ist ganz wichtig, dass wir hier einmal diesen kleinen Böppel sehen. Erstmal schrauben wir aber einfach das Tauchrohr mit der nicht gummierten Seite und dem Gewinde hier in den Ring rein. Und dann können wir das Ganze in die Base schrauben. Jetzt ist wichtig, wo der Ring hindeutet. Ich mache das so, dass dieser kleine Nöppel hier hinten bei dem Push-to-Purge ist. Ne? Hier innen dieser Nöppel, der ist ganz wichtig. Weil ihr habt jetzt auch auf eurem Sleeve eine Stelle, wo dieser Nöppi ist. Der sitzt dann nicht direkt drinne, aber der ist eine wichtige Markierung, weil mit dieser Seite über dem Nöppi müssen wir das jetzt auch hier drauf packen. So. Ja, ganz wichtig. Und jetzt könnt ihr das so ein kleines Stückchen drehen, ne? Und so soll das sein. Also hier ist jetzt ein Anschlag, hier ist ein Anschlag. Ne? Nur so weit kann ich drehen. Ganz wichtig. Gut, das haben wir. Dann können wir hier einmal diese Platte drüber legen. Da müsst ihr auch drauf achten. Hier ist nämlich ebenfalls nochmal so eine kleine Markierung und die muss wieder in derselben Richtung hier drauf befestigt werden. Und dann kann man auch die nur ein kleines Stückchen drehen. Und auf dieses Teil, was wunderschön gefertigt aussieht, passt jetzt auch absolut perfekt der Teller drauf. Auf den Teller müssen wir dann einmal hier diesen kleinen Ring legen mit der Öffnung nach oben. Das sieht dann so aus, ne? Also nachdem ich hier den Teller drauf platziert habe, diesen kleinen Ring einmal hier drüber. In diesen Ring passt dann auch perfekt einmal hier diese Feder. Und da können wir dann einfach noch unseren vorher gefertigten oder zusammengeschraubten kleineren Kohleteller festschrauben. So, das machen wir auch einfach mal. Zack. Und dann solltet ihr einmal die Möglichkeit haben, hier ein kleines Stück zu drehen. Übrigens könnt ihr, wenn ihr das gemacht habt, noch einmal an dem Sleeve die Rauchsäule ein bisschen fester drehen. Nicht, dass ich da was aufschraubt. Also ich kann einmal praktisch hier an dem Sleeve drehen. Plus, ihr solltet genauso den Teller ein Stück bewegen können. Und wenn man den Teller weiter dreht, dreht man dann auch wieder das Sleeve mit. Das heißt, einmal nur Teller und dann Sleeve. Das heißt, du kannst mit 2 verschiedenen Sachen am Teller umstellen. Hier unten ist übrigens schon eine Kugel drinne. Da müssen wir uns also nicht drum kümmern. Aber solltet ihr die mal verlieren, austauschen wollen, dann könnt ihr das hier unten drinne machen. Ne? Nur falls ihr das mal irgendwann braucht, dann wäre das eben wichtig. So, dann haben wir nur noch einmal das Tauchrohr, das übrigens wieder sehr schöne Cuts hat, wo wir uns dann aussuchen können, ob wir den Diffusor an oder den Diffusor aus haben möchten. Ne, aus wäre so und Diffusor an wäre so rum. Die Löcher also einmal frei, sodass es eben weniger blubbert oder eben keine Löcher, die unten rausgucken. Und dann blubbert es mehr. Ne. Und das Ganze können wir dann noch einmal unten in die Base von unserer Pfeife schrauben. Das sieht fast aus, als würde man es rausschrauben, aber ist tatsächlich drin. Ja, das Ganze noch auf die Bowl. Da müsst ihr mal gucken, welche Bowldichtung bei euch besser passt, aber es passt. Und dann können wir im allerletzten Schritt noch den Schliffanschluss hier reinstecken und dann sind wir fertig mit dem Aufbau.